Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School bin ich bei den Goldbergs. So heißen die nicht wirklich, lange Geschichte, hat mit den Mighty Ducks zu tun, weil wir alle große Mighty Duck Fans sind. Wir haben hier Goldberg, wir haben Conny und wir haben auch Hans, der übrigens ein sehr schönes Trikot aus meiner EVL Landsberg Zeiten hat. Wunderbar, schön, dass er es angezogen hat. Und die waren vor kurzem bei mir, haben mein Slideboard ausgetestet, fanden es echt cool. Freue mich sehr. Mein Slideboard ist allerdings ein bisschen mehr für Feldspiele gebaut, aber Hans hat für seine Kinder einen Goalie-Slideboard gebaut. Ich bin richtig gespannt und ich bin hier, um es gemeinsam zu testen. Wir werden euch zeigen, wie es gebaut ist. Dann werden wir ein paar Übungen drauf sind. Wir werden, glaube ich, eine Riesenmenge Spaß haben. Ich bin gespannt. Legen wir los. So, Hans, erzähl uns mal. Slideboards sind echt teuer, wenn man die kauft. Deswegen habe ich meine auch selber gebaut und zeig uns mal, wie deins gebaut ist. Genau, also zuallererst haben wir diese PE-Platten besorgt. Das sind drei Platten, jeweils ein auf zwei Meter. Die haben wir geholt bei einer Firma in Augsburg, da waren sie relativ günstig. In Landsberg hätten die drei Platten 1000 Euro gekostet. Wir haben sie für 160 Euro bekommen. Wow, okay. Genau. Als nächstes braucht man so ein Kantholz. In einer Länge von 3 mal 1 Meter, also 3 Meter, abhobeln, anpassen. Sieht man hier, haben wir ausgefräst. Und als Grundplatte haben wir eine 3-Schicht Fichtenplatte genommen. In der Größe, dass das Ganze stabil ist. Und man sieht, Goldberg hat schon dir einige Scheiben reinschrauben lassen für Torwartbewegung in den Torraum quasi. Und hier könnte man andere Übungen machen. Natürlich, je nachdem wie viel Platz ihr habt, müsst ihr euch entscheiden, wie groß ihr den Slideboard baut. Wir sind ein bisschen der Meinung, dass Goldberg die Pucks ein bisschen zu nah am Tor gebaut hat. Das werden wir später rausfinden. Deine Meinung dazu, Hans? Der Hans ist der Betreuer und macht immer das, was die Mannschaft sagt. Er hat sie mir hingelegt, ich habe es reingeschraubt. Das ist einfach eine treue Betreuer, ja, wie man den Hans aus dem Mighty Ducks kennt. Später musst du einfach nur meine Schlittschuhe schleifen für Coach Gordon. Danke. So, hier einfach zum Vergleich mein Slideboard hier im Keller. Die habe ich damals gebaut, als ich noch als Profi, als Feldspieler gespielt habe. Die ist ein bisschen länger als die vom Goldberg, 2,60 Meter lang. Abzüglich die zwei Abstoßflächen, ich glaube, ich habe ungefähr 2,30 Meter reine Rutschfläche, finde ich ganz gut, auch für Torwartübungen. Allerdings ist die etwas zu schmal für Torwartübungen. Ich kann nur horizontal rutschen und auch da manchmal landet ein Teil von der Schiene nicht mehr auf dem Board. An den Seiten hier Anti-Rutschmatten geklebt, da kann ich ein bisschen besser greifen, wenn ich abstoße, und auch unter dem Board Anti-Rutschmatten gelegt, sonst bei jedem Abstoß fliegt der Brett irgendwo hin und man fährt hin, wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Einfach als Idee zum Vergleich, was man basteln könnte. So, wir werden mit Schienen filmen. Man kann auch ohne Torwartschienen auf dem Slideboard gehen. Ich finde es nicht ganz so realistisch und auch ist man nicht ganz so hoch wie auf die Schienen. Das bedeutet, dass die Belastung für die Knie und die Hüften auch ein bisschen höher ist. Wenn man mit den Schienen drauf gehen möchte, ich habe mir solche Strümpfe, Überziehstrümpfe vom Hockey Shot gekauft. Die kann man einfach ganz locker über die Pads ziehen und dann eigentlich muss man die nicht mehr so ausziehen. Man muss die Pads auch nicht mehr wirklich hinten binden. Der Strumpf hält den Pad relativ gut auf seinem Platz. Die paar Velcro-Straps kann man schon festbinden, muss man nicht zwingen. Allerdings, die waren 80 Euro, glaube ich. Die sind gut, aber das ist viel zu teuer. Connys Mutter, sehr gut im Nähen, hat einfach auch alte Eishockeystützen, welche selber gebaut. Also wer die Möglichkeit hat, kannst du einfach locker welche selber bauen. Und dann, was man natürlich noch braucht, sind diese kleinen Slideboard Booties, damit, weil man auf Schuhe will man natürlich nicht rutschen. Die kann man einfach überall im Internet bestellen. Meine haben schon einen Loch drin. Das ist etwas suboptimal. Muss ich mir bald neue bestellen. Die zieht man dann über die Schuhe, damit man ganz gut rutschen kann. So, wenn man daheim allein trainiert, dann reicht einfach die Kneepads, die Schiene mit den Strümpfen und die Boots. Und dann vielleicht mal Fang- und Stockhand und Schläger.
wenn man diese echte Gefühl haben möchte. Aber heute werden wir uns, wie man sieht, Conny hat schon ihre Hosen an, wir werden uns komplett anziehen, einfach weil wir auch ein bisschen schießen wollen. Das wird super lustig daheim. Diejenigen, die mich auf Instagram gesehen haben, sehen wahrscheinlich, dass ich einfach den Ball gegen eine Wand ballert mit einer Hand und rüberrutscht mit der anderen Hand. Und wenn man eine richtige Schütze hat, wird es viel cooler. Ich bin total gespannt. Ich ziehe mich gleich um, wir legen los. Also Goldberg, den mittleren Puck haben wir schon jetzt schon weggemacht. Deine Kommentare dazu? Ja, war ein Fehler von mir, wa? Jeder macht Fehler. Aber jetzt darfst du keine mehr machen. Du musst uns zeigen, was du drauf hast. Let's go! Kleine Änderungen hier. Hans, was machen wir jetzt? Wir machen auf Anordnung der Goalies an den Seiten nochmal einen Puck hin. Wir sind ein bisschen immer von dem Puck weggerutscht. Der Puck ist ziemlich, einen Puck ist ziemlich schwer zu treffen. Jetzt probieren wir es mit einem zweiten Puck, um zu schauen, ob das dann so besser wird. Gut, dass wir einen überragenden Baumeister hier mit Hans haben. Der kann immer, alles. Wie immer. Brauchen noch ein bisschen Übung. So schnell. Weißt du, was ich meine? Du bist so schnell. Drüben, ja. Du bist so schnell drüben. Das ist halt wieder normale Förderung auch. Ja, aber irgendwie glaube ich, dass wir rutschen schneller hier oder irgendwas. Ich dachte, wir rutschen. Ich hab's halt gut gewachst. Oder du hast ganz, ganz special Wax benutzt. So, jetzt wird scharf geschossen. Wir haben ganz ehrlich noch nie einen einzigen Schuss bis jetzt probiert. Wird schon sehr interessant sein. Ich bin mal gespannt, wie das dann so läuft. Wir machen ein paar einfach Schussübungen mit dem Push oder mit dem Slide. Schauen wir mal, wie das wird. Torwart-Ausrüstung zu schießen mit Feldspielschläger habe ich auch noch nie. Oh, big save by Goldberg. Hans, wir erkennen schon ein paar Baufehler, haben wir gemerkt. Ich weiß, dass du es ungern zugibst, aber wo sind unsere Probleme hier? Mir ist gerade aufgefallen, aber durch mein dezentes Gewicht habe ich es im Moment ausgeglichen. Die hintere Platte steht auf, in dem Bereich. Ja, da werde ich nachher meinen Kraftkleber nehmen und ein bisschen was drunter spritzen. Haben wir hier schon gemacht, in dem Bereich. Und hier, die Platte hält bombenfest, muss man hier auch machen. Das ist schon okay, das ist das erste Slide, wo du die jemals gebaut hast. Ja, können wir dir verzeihen. Wenn ich mich hier verletze, wird es problematisch. Ja. Ich bin gut versichert. Ein Riesenschaden angerichtet von Marcel's Hockey School. Mal schauen, ob wir das wieder hinkriegen. Come on, get this thing going!
Das hier habe ich noch nie probiert. Kurzes Resümee für den Durchgang. Also fangen kann immer ganz gut. Auf einmal hat Goldberg seine Zielgenauigkeit dann entdeckt. Heute ist meine schwache Seite. Ich glaube, ich muss öfters hier rüberkommen. Ja, werden wir üben müssen, aber vorher müssen wir das Brett reparieren. Das gibt's doch nicht! Oh, jetzt geht's auf die Züge, jetzt flippt er aus. Das kommt auf YouTube! Solche Kommentare sind nicht zulässig! Was sagt der Trainer? Goldberg ist ordentlich ein Torwart, aber die Schüsse mit dem Torwartausrüstung, das ist halt so, vielleicht muss ich auf Mais spielen. Da hätte ich noch spielen können, oder? Ja, leicht. In Torwartausrüstung. Leicht. Besser als der. Jetzt hab ich keine Schnürsenkel in das Teil befangen. Hans! Du hast es kaputt gemacht. Ja, ich, klar. So, jetzt probieren wir das aus. Let's go, let's go! Oh, da. Das war die Lampe. Sorry. Das ist ein Outtake. Ich hab die Lampe auch noch getroffen. Oh, shit. Pass auf, da ist alles verschirmt. Und so kommt Marcel's Hockey School Slideboard beim Goldberg zu Ende. Good job, Goldberg, hast du hervorragend gemacht. Das war das Ende des Trainings. So, Leute, das war ein richtig, richtig gutes Training. Auch super anstrengend, gut für die Kondition. Und wir sind auch zu der Meinung gekommen, ein paar kleine Änderungen könnten wir theoretisch machen. Der Brett ist ein bisschen schmal. Man rutscht super schnell. Also wenn man mehr Platz hätte, würde ich den Brett ein bisschen breiter machen. Ich glaube, wie weit ist das hier? 2 Meter? 2 Meter. 2 Meter. Ein bisschen breiter machen, um ein bisschen längere Slides zu machen. Auch die zweite Sache ist, wenn man die Möglichkeit, das Tor, zumindest die ersten 10 cm vom Tor, auf dem Brett zu tun, wenn man in den Pfosten reinrutscht, dann trifft man seinen Booty oder den Schuh oder den Überziehstrumpf nicht auf dem Asphalt und macht es kaputt. Also das wäre die andere zweite Möglichkeit. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie jede Art vom Training, aber ich finde es überragend. Ich habe als Feldspieler
oft auf dem Slideboard trainiert und jetzt als Goalie und ich finde es als Torwart tatsächlich vielseitiger wie als Feldspieler. Fängt langsam damit an, Slideboard ist ein bisschen anders, also wenn ihr übertreibt, wird euer Körper nicht so glücklich sein. Fangt damit langsam an. Goldberg, Conny, Hans, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte, das auszutesten. Ich denke, ich werde öfters im Sommer jetzt vorbeifahren. Auf jeden Fall. Danke fürs Kommen und fürs Abreißen der Garage. Vielen Dank. Wünsche euch allen einen schönen Sommer und viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.